Boah, ich raste komplett aus schon wieder. Ihr könnt's nicht glauben. Ich saß gerade doch da hinten und hab dieses dämliche Pizza-Video geschnitten. Da ist ein Giratina-Raid direkt vor der Haustür am Dino. Ich so hingelaufen, ich so gedacht, okay, machst du mal mit. Das Scheißding nervt dich eh, seitdem es da an Halloween eingeführt wurde. Jedes Mal kommt das da an und du wirfst und du fängst es und es ist scheiße und alle rennen da rum. Yo, kannst du mal fangen, Ramses? Ich hab 100er. Yo, Ramses, kannst du mal fangen? Ich hab 1000er. Und alle rennen da rum mit ihren 98ern, mit den richtig guten Werten und kriegen immer fette, hohe Teile. Und mein Bestes war die ganze Zeit ein 19, 13. Wisst ihr, wie behindert das ist, wenn ihr 50 Raids macht und habt nur ein 19, 13er? Und ihr wisst ja alle, 1931 ist das 100er und das ist noch so weit entfernt einfach nur. Und jetzt gehe ich da raus, mach das Giratina, fang gemütlich so auf den anderen Accounts weg, nehme mein Handy und denk mir so, wow, ein 100er, oh mein Gott, ich raste aus, komplett 16 Bälle. Und dann war ich auch so aufgeregt. Ich habe den Kreis eingestellt und einfach neben den Kreis geworfen. Ich habe nicht mal einfach fabelhaft getroffen, ich habe einfach überhaupt nichts getroffen. Und im dritten Ball war es dann drin, das 1931er, ein 100% Giratina. Einfach mal so nebenbei mitgenommen, gegönnt. Das heißt, den restlichen Monat bis zum 20. einfach Ruhe und chillen. Weil das Ding ist im Kasten, besser geht's nicht. Bonbons sind auch genügend vorhanden, dank dem Halloween-Event. Über 320, ich glaube 326 sind auf jeden Fall da. Das kann man auf jeden Fall hochziehen und kann es weiterhin gegen Giratina verwenden. Ich werde natürlich meinen täglichen Pass jetzt immer noch wegmachen. Aber weiter auf der Suche sein, mal nach diesem Barmelin einer Raid, habe ich immer noch nicht gesehen. Oder nach Alola Knogger, was es jetzt in Shiny gibt. Aber habe auf jeden Fall keinen Stress mehr. Und ihr müsst mal sehen, die Statistik auch. Ich habe, glaube ich, 55 Raids gemacht bis jetzt. 54 habe ich gefangen, sprich, ich habe 54 Euro investiert, um dieses Teil zu bekommen. Und bei anderen machst du so 100 Raids im Monat und kriegst trotzdem nur Schrott. Aber da hat es geklappt, nach 54 Euro, das war ja richtig günstig auf jeden Fall. Und das werde ich hochpowern und hochpowern und hochpowern und die letzten paar Power-Ups werde ich einfach live machen, dass wir uns mal anschauen, wie hoch das kommt und ach, ich kann es immer noch nicht fassen. Richtig coole Sache. Dann habe ich auch wenigstens jetzt schon ein Video für Samstag, für den Community Day. Wenn ich draußen rumrenne, muss ich nicht noch was anderes machen, lade ich einfach das hoch und das könnt ihr dann sehen. Aber ich melde mich gleich zurück beim Hochpowern. Woo! So, jetzt war ich erstmal auf dem Klo vor lauter Aufregung oder Freude, wie auch immer. Könnt ihr nehmen, wie ihr wollt. Und die letzten Pushs werden wir jetzt live machen. Ihr seht, 12 Bonbons brauchen wir jetzt. 9000 Sternenstaub. Der Ton ist auch an und nervt heftig. Das sind jetzt, glaube ich, 2 Zwölfer und 2 Fünfzehner. Oder waren es 4 Zwölfer? Ja, 4 Zwölfer natürlich. Wie konnte ich mich da nur vertun? Der vierte Zwölfer und dann kommen noch 2 Fünfzehner. Er hat jetzt schon über 3300. Viele sagen natürlich, das Ding ist scheiße und taugt eh zu nichts, aber ein 100er Legendäres ist immer cool und trotzdem könnt ihr das ja als Drachenangreifer nehmen, gegen andere Drachen, gegen Giratina selber zum Beispiel, könnt ihr ihm da ordentlich einheizen und jetzt ist es am Maximum mit 3379 Feuerodem Drachenklaue. Ich glaube, das lasse ich auch erstmal so. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wie viele Giratina habt ihr gemacht, was ist euer bestes Giratina? Und dann würde ich sagen, was ist das für diese Folge? Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.